Hallo zusammen. Um alle Programme auf einmal updaten zu können, gibt es in Windows die sogenannte PowerShell mit dem winget-Befehl. Hierzu suchen wir nach Windows PowerShell und öffnen diese als Administrator. Windows fragt normalerweise beim Start mit Administratorrechten immer danach, ob man es wirklich ausführen möchte. Wir bestätigen das mit Ja. Danach öffnet sich die PowerShell und hier geben wir ein den Befehl winget upgrade und bestätigen das mit Enter. Wird dieses erste Mal ausgeführt, fragt Windows auch danach, ob man den Lizenzbedingungen vom Microsoft Store zustimmen möchte. Das bitte mit Ja bestätigen, in diesem Fall auf meinem englischen Betriebssystem mit Yes. Mit Enter bestätigen. Und so listet Windows alle installierten Programme auf, die zum Windows-Betriebssystem gehören. Um das nun updaten zu können, geben wir den Befehl ein, winget upgrade minus all. Hier bitte darauf achten, dass zwei Bindestriche vor dem all geschrieben werden. Mit Enter bestätigen. Nun sagt Windows, dass 15 Upgrades verfügbar sind. Hier ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, das ist für unerfahrene User manchmal ein bisschen viel. Allerdings, wenn man sich hier durchkämpft, ist es auch kein Hexenwerk. Nun wird in Windows jede verfügbare App bzw. jedes verfügbare Programm, das installiert ist, updaten. Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sobald es durchgelaufen ist, kann man den Befehl winget-upgrade wieder eingeben und man wird sehen, dass keine Upgrades mehr verfügbar sind und schon sind alle Programme auf dem neuesten Stand.